Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hitman 1847 2016. Wir sind diesmal auf einer Modeshow in Paris. Mission Showstopper. Zwei Ziele: Viktor Novikov und Dalia Margolis. So, da würde ich sagen, fangen wir nicht lange rum und fangen direkt mit der Mission an. Welcome to Paris 47. Oh. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion. Who's who? You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. So, Freunde, wie wir das jetzt auch mitbekommen haben, wird es auf jeden Fall sehr schwer von uns. Wir sind hier in Paris unterwegs als Agent 47. By the way, Agent, schicker Smoking. Farblich gut kombiniert, muss ich sagen. Paris, dieses Gebäude wird jetzt unsere Missionsstätte sein. Gucken wir mal, da, okay, ganz hinten sind zwei. Der eine oder die eine steht etwas näher. Ich würde aber sagen, das ist der. Gucken wir mal, was der Herr dann zu sagen hat. Weil wir sollten jetzt nicht unbedingt rennen, denke ich. Das fällt dann, glaube ich, einfach nur auf. That is Viktor Novikov, Head of Sanguin and Ringleader. So. Quite the resume. Beachtlich. Allerdings. Congressman Walsh. A pleasure as always. Make sure to join Dalia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. Now, hold on. He's what? If you'll excuse me, Congressman. Urgent matter. Okay. Enjoy your evening. Wie gehen wir das Ganze jetzt an? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir machen das ganz klassisch. Und folgen dem guten alten Novikov mal, um zu gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Kommen wir da rein? Bestimmt, oder? Komm ich rein? Ja, okay. Stop, you look fine. I know I look fine. Der sieht genau aus wie ich. Aber egal, wir müssen an Novikov dranbleiben. Ja, wir können nicht rein, oder? Da kommen wir nicht rein. Gut zu wissen. Psst. Ich muss etwas zuhören hier. The hell I can't. One simple phone call, remember. Because you need me. Oh, my name on the bill. I'm no good to you, discrediting. Nice try, Sebastian. Very clever. But I don't do compromises. Now get on that stage, or so help me God, I will ruin you. Okay, gut. Da kommen wir nicht rein. Wer kommt da denn alles rein? Die Models kommen da rein. Sicherheitsleute und die, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Hilfskräfte, sage ich einfach mal. Kommen wir hier rüber rum? Toll, wir haben ihn überwältigt. Wo sollen wir denn aber reinpacken? Verkleiden. Hier kann uns aber jeder erkennen. Das war nicht schlau. Wir machen das jetzt einfach wieder so. Den können wir bestimmt da rein tun, oder? Nein? Gut, dann müssen wir den ablegen und dann hauen wir von hier einfach ab. Obwohl, weiß was. Ach, okay, da können wir den rein tun. Da können wir den rein tun. Gut. Ich stecke fest. Okay, ich wollte schon sagen. Ich würde sagen, Genick brechen. Und rein da mit dir.
Ach, die könnten mich alle entdecken, weil ich mich noch nicht verkleidet hatte, oder? Naja, wie auch immer, gut. Wir springen hier wieder rüber, suchen uns einen anderen Weg. Ich guck mal schnell, welche Wege es überhaupt gibt. Gelegenheiten da. 15 Sekunden rum. Herrscher hat ihre Wagen, er hat ihre Wagenknochen. Jemand zu die Medaille muss getroffen. Ich muss irgendwo mal das Einsinn des System in der reichen und mächtigen Einsinn. Krieg ist eine Spielung. Geschminkt kann man ihn erkennen, um sie sehen. Jetzt ist die Frage entweder. Okay, ich könnte mich als Helmut Klüger verkleiden. Ehrenglas? Oh. Was haben wir denn hier? Ein Drink zum Sterben? Ein Lieblingsdrink? Okay, ganz klassisch. Vergiften. Ein Exklusivbericht. Ein geheimes Treffen. Das klingt doch ganz interessant. Eine kurze Unterbrechung. Steht aber keine. So wie ich das sehe, können wir das alles verfolgen. Das sind, glaube ich, so kleine Hilfspunkte für uns. Ah, jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Freunde, ich bin mir sehr unschlüssig. Aber dieses geheime Treffen, wenn es geheim ist, bedeutet es, dass da nicht so viele Leute sein sollten. Das wiederum bedeutet dann, dass ich dementsprechend eine bessere Möglichkeit habe, irgendjemanden von denen umzubringen. Jetzt ist die Frage, was für ein geheimes Treffen. Oder also vielleicht sind beide da. Eine kurze Unterbrechung, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie das Internet oder Strom abschalten, ich weiß es nicht genau. Feuerspiel, das klingt doch mal ganz glamourös. Oder Lichter aus, im Dunkeln. Eieiei, ich will mal Ehrengast machen. Ehrengast gefällt mir auf jeden Fall. So, dann müssen wir weiter nach außen rennen. Hier kommen wir noch durch, ja. Es ist laut! Kommen wir von hier raus? Okay, von hier kommen wir auch raus. Oder? Oh, da kommen wir nicht rein. Aber das ist ja keiner. Von da kommen wir aber raus, das ist ja die Frage. Neue Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Ach, da. Okay. Wir wissen, was jetzt kommt. Irgendwie Münzen. Hast du das nicht gehört? Okay, du willst mich doch komplett auf den Arm nehmen, oder? Ach, das hat er gesehen. Looking tuxedo, sir, but I can't let anyone through here. Sorry. Okay, du fokussierst dich wieder auf deine Arbeit und wir schmeißen immer schon was hin. Huh. Wenn du jetzt nicht aufmerksam geworden bist, dann weiß ich auch nicht. Dann rennen wir hier schnell durch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Moment, ich wollte Ehrengas machen. Wo ist er auf einmal hin? Nein! Gelegenheiten. Ehrengas. Was? Gelegenheit verpasst? Willst du mich auf den Arm nehmen? Okay, das bedeutet, als Helmut Krüger könnten wir die Dahlia Margolis umsetzen. Aber so wie wir es mitbekommen haben, ist die Dahlia ganz oben und ist mit der privaten Auktion beschäftigt. Wobei der Novikov unten das alles regelt. Das heißt, ich würde sagen, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch und würde sagen, machen wir als erst irgendwas, womit wir den Novikov umbringen könnten. Ich nehme einfach mein geheimes Treffen. Toll, jetzt müsste ich hier wieder rausrennen. Und der Typ chillt immer noch da. Nimm doch eine Münze. Ganz interessant. Gut. Verkleiden sich als Leibwächter. Genau das habe ich gesucht. So, dann rennen wir mal schnell dahin. Also ich habe echt nicht vor, diesmal dieses Zeitfenster zu verpassen. Aber das Problem ist, ich sehe hier leider auch kein Zeitfenster. Wie soll ich mich als er verkleiden? Er wird mich doch komplett auf den Arm nehmen, oder?
keine Ahnung. Alter. Boah, ich hoffe, es wird mir keiner. Genick brechen. Verkleide dich bitte schnell. Bitte, 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 bitte. Komm. Boah, das war einfach zum perfekten Zeitpunkt. Okay, wir nehmen das hier jetzt, aber das können wir jetzt verstecken. Boah, jetzt sollen wir uns mit Decker treffen. Ach, die können mich erkennen hier, ne? Kommt der aber in meine Richtung, ist die Frage? Ne, der geht nicht. Oh doch, der kommt in meine Richtung. Das ist doch Helmut Krüger, ne? Ja, das ist Helmut Krüger. Okay, gut, hier gibt es sonst keinen, der mich erkennen kann. Perfekt. Hello there, Mister. Nur er könnte mich erkennen. Ah, verstehe. Wir gehen aber schnell mit ihm zu Decker. Haben wir hier noch jemand erkennen? Nö, alles gut. Alles super. Dann rennen wir mal schnell mit ihm zu Decker. Decker, are you there? Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Mr. Decker, are you coming? Ich nehme an, wir kommen nur außenrum zum Pavillon. Aber ich glaube, das sind 100 Meter, das wird zu lange dauern. Das hier nur Fußmarsch, deswegen, Freunde, setzen wir einen Cut und machen gleich weiter. Escorting Max Decker. Novikov's orders. Been expecting you. Go ahead. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guide took us to meet you here, so which is it? I don't know. A security guy. Wore a uniform. Alright, fine. See you soon. Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. He's coming. Hope our parking doesn't expire. So, I gotta ask, Mr. Decker. Section chief. Your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. Er kommt. Staging perfect. Ah, okay, gut. No, I dare say young Kamarov got a taste of Viktor Novikov. Ask me, he had it coming anyway. Er kommt. Nobody likes an overachiever. Er kommt. Wie sollen wir ihn aber umbringen? FSB ever collected on. Our friend Novikov wasn't always in fashion, of course. But the public has a short memory span. Nur er kann mich erkennen, nicht beide. Ach, die laufen ihren einfach ihren Marsch. Alter, wie soll ich denn hier umbringen? Und die können mich erkennen. Hier untertauchen. Ah, okay, jetzt können sie mich nicht mehr erkennen, oder was? Oh, das ist so witzig. Mr. Decker.
How are things at the office? That's 91 all over again. Kamarov is found dead, gun in hand, office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Link. Das gefällt mir gar nicht. Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. The case file, please. Right, right. Of course. Last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. The money's being wired to your account. Do I need to call my guy in Switzerland? Why? Haven't you heard? I am an honest businessman. До свидания, Mr. Decker. До свидания. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to savor the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Und wo geht man? Oh, das war close. Ich dachte nur, weil sie auf mich zukommen, wenn sie mich jetzt entdecken. Good work, 47. Time to find Dahlia Margot. Victor is gone. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Jemand könnte sich verletzen. Ich habe keine Ahnung, was hier gemacht wird. Können wir da drüber gucken? Nee. Nö, aber ist ein unbemerkter Kill. Das ist schon mal gut. Okay, ich glaube, wir rennen erstmal Richtung Ausgang. Das sind nun die Leute, die mich hier erkennen können. Und der Kollege. Aber das wird alles easy peasy lemon squeeze sein. Jetzt müssen wir zu Dahlia. Dahlia ist oben. Aber ich glaube, gerade als Personenschützer sollte es doch eigentlich easy sein, auch zu ihr hochzukommen, oder? Ja, siehst du, ihr kennt mich schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Hello, guys. Ach, es ist nur der hier, der mich erkennen könnte. Wovon ist das das Winde? Okay, der Kollege könnte mich auch erkennen. Aber der chillt da nur. Er ist ein Zeuge von dem, was ich machen könnte. Aber der geht weg. Und er ist der einzige Zeuge, der hier sehen könnte, was ich mache. Wir machen das aber kurz. Was war das denn? On the stairs. Ah, Freunde. Machen wir direkt nochmal. Okay, eine Sache haben wir aber auf jeden Fall dazugelernt. Wir sollen nicht immer alles ausprobieren, was wir sehen. Ah, Freunde. Ah! Okay, wie gesagt, wir haben dazugelernt. Wir wissen jetzt, dass wir nicht unbedingt immer alles ausprobieren müssen. Wir machen das aber diesmal ganz einfach. Ich bringe ihm den Viktor Novikov ganz schnell um und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf der Jagd nach Dahlia sind. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück. Sehen wir schon rechts rum, ertränkte Ratte. Haben wir den Novikov ertränkt. Ich wollte ihn eigentlich jetzt nur zeigen. Aber ich glaube, wir haben es ja gesehen. Nicht betreten. Er ist auf jeden Fall da drin. Jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt am besten lösen könnten. Denn wir müssen jetzt zu der Dahlia. Aber ich denke nicht, dass wir da als Bartender normal reinkommen. Schön, dass du hier bist. Ich wollte dich sowieso nur hier reinholen. Und dich dann auch überwältigen. Aber gut, dass du hier bist. Perfekt. Ich wollte halt jetzt kurz meinen Kollegen, meinen Freunden eben erklären, wie es jetzt rumgeht. Und dann kam der Kollege hier schon rein. Mach nichts, dann packen wir dich da zu deinem Boss mit rein. Oh. Da haben wir es ja gesehen.
So, die Bartoli nehmen wir. Handy des Leibwächters. Wir können eine Code anfordern. Ganz interessant zu wissen. Okay, könnte uns hier irgendjemand entdecken? Ja. Nur die Kollegen hier oben, aber wir müssen irgendwie wieder hoch. Es ist laut hier, ey. Mensch, warum ist das so laut? Wir müssen Hauptsache nur irgendwie nach oben kommen. Da sind Treppen. Wie kommen wir hoch, oder? Die erkennen uns nicht. Wunderbärchen, Pärchen. Laufen wir nochmal hoch. Der kann uns schon wieder erkennen. Was machen wir dann also? Der kann uns auch erkennen. Ich denke mal kurz nach. Wenn es irgendwie Leute gibt, die uns erkennen können, dann sollten die eigentlich nicht Leute erkennen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Punkt mit dem, der Typ mit dem Punkt und der Typ mit dem Punkt mich erkennen können und die Leute, die keinen Punkt drauf haben, mich nicht erkennen können, dann sollten eigentlich die Leute, die jetzt einen Punkt drauf haben, die Leute, die ohne Punkt sind, auch nicht erkennen können. So einfach sollte es eigentlich sein. Das bedeutet, wir brauchen hier einen Sicherheitstyp, der mal bitte einmal zu uns rüberkommen möchte. Wenn wir hier jemanden eliminieren sollten, dann haben wir hier keine Möglichkeit, ihn zu verstecken. Das ist hier die Küche. Das ist das Mülleimer. Was sollen wir im Müll machen? Da sind auch Treppen, da kommen wir aber auch nicht hoch. Was ist das denn hier? Nur mal kurz gucken. Ich will nicht als Kellner untertauchen. Ein Messer, den will ich mitnehmen. Ah, ich habe eine Idee. Okay, wir sollten nicht alles ausprobieren, was wir sehen. Ich habe eine bessere Idee. Ich weiß nicht, das wieder dann ausprobieren, aber ich habe leider keine andere Wahl. Code 17 einfordern, was bedeutet das? Ich glaube, dann rennen alle nach vorne oder so, ne? Attention, all security. We have a code 17. I repeat, we have a code 17. Secure Peacock and Cobra. Over. Okay, die bewegen sich nicht vom Fleck. Was ist mit der Dahlia? Oh, sorry, Sir. I... Hör mal, das wollte nicht nochmal passieren, mein Freund, ne? Okay, die Leute sind immer noch da. Wo ist Dahlia? Okay, Dahlia rennt die Treppen runter. Ah, das heißt, wir kommen nicht nach oben, aber die Dahlia kommt zu uns, right? This is something I would like to see there. Boah, jetzt müssen wir jede Ecke überprüfen, bevor wir irgendwo hinrennen, Alter. Okay, hier vorne sieht es erstmal frei aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau war mit dem Code. Eine Überwachungskamera hat mich gefilmt. Sehr good to know. Okay, wir nehmen auch mal die... Wie ist, wenn ich hier auch die Waffe mitnehme? Ich habe die Waffen noch nicht mal dabei. Echelon and keep the package in a tight wrap. Hey there. Jeez. That's okay. That is Dahlia Margolis, supermodel turned it's spy master. Thank you so much for your excellent work. Jetzt haben wir sie weggelockt. Kein Problem. Kann ich sie ansprechen? Okay, wenn ich hier was machen sollte, dann sollte ich es hier machen. Dahlia, du stehst perfekt. Das weißt du, oder? Okay, Jungs, mach die Tür zu hier. Dahlia steht immer noch da drunter und Dahlia, mach's gut. Both targets are down. Now head towards an exit. So, ich würde sagen, das haben wir noch sehr nice gemacht, oder? Holla, die Falltür. Jetzt müssen wir nur noch hier einen Ausgang finden. Sobald wir einen Ausgang haben... Ach, ich könnte sogar auch noch hier hochklettern. Eieieiei. Naja, gut. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Leistung, die wir jetzt hier absolviert haben. War in Ordnung. Also ich meine,
Damit kann man noch arbeiten. Die Leute erkennen uns hier sowieso nicht wieder. Jetzt müssen wir nur noch schnell raus. Perfekt. Perfekt! Ich kann uns keiner entdecken. Bis zum Ausgang auch nicht mehr. Ah, Agent, you are so damn sexy. Aber ich muss sagen, so langsam kriege ich ein gutes Gefühl für dieses Spiel. Okay, nur er kann mich entdecken. Laufen wir einfach außen rum und alles ist gut. Ach, die können uns auch noch entdecken. Dann laufen wir mal hier rum. Der kann uns entdecken und der. Wir müssen aber da raus, ansonsten nehmen wir einfach diesen Ausgang. Die Frage ist, ob uns hier jemand entdecken kann. Nein. Gut, ich würde sagen, das war doch auf jeden Fall eine sehr souveräne Mission. Mission verlassen. Wunderbar. Agent, ich küsse deine Augen, Alter. Beide Ziele so schnell wie möglich neutralisiert. Ich muss sagen, die Idee, den persönlichen Leibwächter von Novikov zu eliminieren und dann sein Handy zu nehmen, war wirklich sehr schlau. Ich bin stolz auf mich. Good job. Paris einen Tag zuvor. Ist das Novikov? How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Oh! File secure, no loose ends. Leak the names. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Message sent. Mission erfolgreich. Abgeschlossene Herausforderung. Eindringen zum Stern. Barnacle-Boxer. Jemand könnte sich verletzen. Folgen Sie mir. Auf Nimmerwieder. Ein geheimes Treffen. Halten Sie meine Haare. Personenschutz. Erkränkte Ratte. Die Drahtzieherin. Freischaltung. Große Hit. Alles viel zu schnell für mich. Scharfschützengewehr haben wir auch. Yes! Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Okay. Machen wir weiter. Drei Bewertungen, Gesamtpunkte. Ach, man kriegt Abzüge für Nicht-Ziel-Kills. Ah, das wusste ich nicht. Gut, naja. Dann würde ich sagen, wir können mal zurück zum Menü gehen und gucken, was dann passiert. Wenn wir da jetzt die neue Mission aussuchen können. Profis, Schwierigkeiten vorausgeschaltet. Nein, danke. Ah, okay. Gehen wir zurück zur Kampagne. Season 1. Was war das? Nein, war das Season 1 überhaupt? Da, Kampagne. Season 1, genau. Freies Training ist absolviert worden. Nennen Sie mich 47. Showstopper ist fertig. Die Zwischensequenz hatten wir. Und die Welt von morgen. Das ist jetzt hier unsere nächste Mission. Das ist aber, glaube ich, auch das, was ganz vorne da. Super. Gut, Freunde, dann wissen wir für die Zukunft Bescheid. Die nächste Mission heißt die Welt von morgen. Was uns da wohl erwartet, wenn wir in der nächsten Folge sehen. Das Bild ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Muss ich zugeben, ich habe richtig Bock auf die Mission. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwie Fragen oder Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare damit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Ist alles natürlich kostenlos für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Ciao.